If you forget me, Hallo zusammen, heute sind wir in meinem hoffentlich zukünftigen Wohnzimmer und ich wollte euch so ein kleines Wohnungsupdate zeigen, weil viele mich jetzt danach gefragt haben und euch vor allen Dingen erklären, was in der letzten Zeit hier so los war. Es halt natürlich wieder, also ihr kennt das ja, ich brauche mich dafür jetzt nicht entschuldigen. Also diese ganze Sache hier mit dem Elektriker, mit dem Streichen und so weiter, das hat sich jetzt deutlich länger hingezogen, als ich dachte. Ich habe ja irgendwie nicht so daran geglaubt, dass ich dieses Handwerkerphänomen oder dieses Gerücht, dass Handwerker irgendwie unzuverlässig sind. Ich habe ja nicht geglaubt, dass mir das auch passiert, weil den Elektriker zum Beispiel, der kennt mich schon, habe ich noch in die Windeln geschissen. Aber leider ist mir das jetzt auch passiert und ich muss halt einfach warten, so wie jeder andere auch. Und es war jetzt halt so, dass mir zum Beispiel die Malerin dann gesagt hat, ich komme dann und dann. Und dann kam sie halt nicht und solche Geschichten. Oder sie wollte um 11 Uhr kommen und hat mich um 8 Uhr dann aber schon telefonisch terrorisiert, dass ich dann hier aufschließe. Der aktuelle Stand der Dinge ist, dass ich dann mit den Handwerkern so abgemacht habe, dass die jeweils einen Schlüssel kriegen, weil es dann angeblich leichter sein sollte, dass sie kommen und gehen können, wann sie wollen, ohne mich irgendwo herwegzuholen, damit ich hier hinkommen muss und so weiter. Und jetzt fahren die seit diesen Wochen halt beide mit einem Schlüssel rum und irgendwie passiert hier nicht weiter viel. Jedenfalls ist aber jetzt schon mal was gestrichen worden. Es ist noch nicht komplett fertig gestrichen. Und der Elektriker hat auch schon ein paar Löcher gebohrt, weil er noch keine Kabel verlegt und im Badezimmer hat er auch noch nichts fertig gemacht, das folgt noch. Das Badezimmer muss auch noch gestrichen werden, da war jetzt erstmal ein Fliesenleger drin, der hat dann da diese ganzen durchgebohrten Fliesen neu gemacht, weil ich hatte noch Ersatzfliesen im Keller davon. Und das hat er halt neu gemacht, weil es sich halt anbot, weil wenn ich jetzt das ganze Badezimmer hätte neu machen müssen, hätte ich das natürlich nicht gemacht. Und ja, jetzt neigt sich so langsam hoffentlich die ganze Sache dem Ende zu. Morgen soll die Malerin nochmal kommen, wenn sie denn kommt. Und das Schlafzimmer dann fertig streichen, weil im Schlafzimmer war das Problem, falls ihr das noch in Erinnerung habt, mit diesem Yin und Yang Zeichen und diesen beiden Streifen, das ließ sich jetzt nach 4-mal Streichen immer noch nicht abdecken und jetzt muss es nochmal gestrichen werden und wir hoffen, dass es dann wirklich weg ist, weil es hatte sich herausgestellt, dass da wohl jemand mit Filzstift gemalt hatte und das blutete und schwitzte dann so durch die Wand durch und das war halt nicht so schön. Aber ich möchte euch auf jeden Fall zeigen, wie weit wir bis hierhin jetzt gekommen sind und will euch dann auch noch gleich eine kleine Ankündigung quasi machen und euch was erzählen und euch da um eure Mithilfe bitten. Und ich zeige euch jetzt auf jeden Fall erstmal das, was ihr von der Wohnung jetzt schon sehen könnt, soweit. Also hier sind wir jetzt im Wohnzimmer. Hier könnt ihr sehen, die Wand hat so einen rosa, kastanienfarbenen Ton. Also das ist jetzt einfach nur so eine Statement-Wand. Und die restliche Wand, das kann man wahrscheinlich gar nicht so gut erkennen. Ich versuche das mal einzufangen. Die ist schon ein bisschen anders als die Decke, weil die Decke ist weiß. Und die restliche Wand sieht man durch den Lichteinfall wahrscheinlich jetzt schlecht. Das ist so ein ganz zartes Grau, weil meine Couch wird nämlich grau-weiß werden. Ihr kennt diese Couchen, die ist so eine weiße Ledercouch und obendrauf hat die so einen grauen Bezug. Und dann kommt hier so ein anthrazitfarbener Teppich hin und ich setze das dann einfach mit so kastanierosa Accessoires und ein bisschen grauen Accessoires hier drin. Dann gehe ich mal mit euch durch den Flur. Den habe ich jetzt einfach ganz weiß gelassen, weil das fand ich ganz schön. Ich dachte, ich muss den Flur nicht noch kleiner machen, als er dann letztlich eh schon ist. Dann gehen wir hier in die Küche. Da habe ich mich entschieden, weil die Küche, da kann ich euch gleich ein Foto einblenden. Die habe ich schon geplant. Das ist halt eine Einbauküche und die wird ganz weiß sein, also so weiß-Hochglanz und hat so schwarze Arbeitsplatte und so weiter. Und deswegen habe ich hier jetzt so einen ganz zarten Fliederton gewählt, den Rest wieder weiß gelassen. Und da wollte ich dann einfach die Küche mit so fliederfarbenen und schwarzen Accessoires irgendwie absetzen. Ja, und hier dieser Streifen, also diesen Fliesenspiegel, den lasse ich da erstmal. Ich hatte überlegt, dass ich da auch so eine schwarze Platte hinmache, aber ich wollte den Raum dann auch nicht so dunkel gestalten.
ja, diese orangene Borte auf dem Fliesenspiegel, die kommt natürlich noch weg. Da werde ich einfach diese Fliesenborten-Klebedinger einfach so drüber machen. Wahrscheinlich werde ich da irgendwas Schwarzes wählen. Das werde ich aber erst zum Schluss machen, wenn die Küche hier schon drin steht. Dann sehe ich, glaube ich, am besten, was da jetzt so passen würde. Hier bin ich. Jetzt seht ihr mich auch mein Gans. Die kleine Melle hat mir nämlich gesagt, dass ich in meinen Videos wesentlich dicker aussehe als in echt. Und ich wollte mal gucken, ob ich wirklich so dick aussehe, aber naja. Wundert euch nicht über mein Outfit. Ich sehe das aus, weil ich noch weggehe gleich und deswegen musste ich mich ein bisschen zurecht machen. Ja, jetzt gehen wir mal durch den Flur. Hier ist die Abstellkammer. Da ist jetzt so ein bisschen Chaos. Da sind die ganzen Lampendings, Bumsen, die wir da noch dran machen. Und hier zeige ich euch mal die Decke. Da wurden schon Löcher gebohrt für die Strahler. Dann gucken wir mal ins Badezimmer. Und hier seht ihr, da sind die Fliesen. Jetzt, da sind jetzt keine Löcher mehr drin, also da wurde neu gemacht. Und dann gehen wir ins Kinderzimmer. Das jetzt aber nicht das Kinderzimmer wird, weil damit habe ich, glaube ich, noch Zeit. Das wird ja mein Mädchenzimmer, mein Beautyzimmer. Und hier werden wir wahrscheinlich jetzt die meiste Zeit dann zusammen drin verbringen. Das ist auch wieder so ein, ja, so ein Fliederton und ein Rosa, falls ihr das ganz gut erkennen könnt. Und da fühle ich mich, glaube ich, ganz wohl mit und das passt auch in mein Mädchenzimmerkonzept ganz gut rein, glaube ich. Und das Schlafzimmer ist noch nicht fertig. Das zeige ich euch dann in einem Update das nächste Mal. Ja, mehr kann ich euch zum aktuellen Zeitpunkt gar nicht zeigen. Jetzt wollte ich euch noch kurz erzählen, dass ich vor einiger Zeit schon von einer Firma gefragt worden bin, ob ich deren Produkt testen möchte. Und da war ich ehrlich gesagt ein bisschen verunsichert, weil ich nicht wusste, was ihr dazu sagen werdet, ob euch das gefällt oder ob ihr mir wieder irgendwie sponsoringmäßig irgendwas vorwerft und was auch immer, weil das recht ungewöhnlich ist, glaube ich, was ich da testen wollte. Es handelt sich nämlich um Bonbons. Und ich habe auch erst gedacht, wieso möchte dieser Mann, dass ich Bonbons teste? Ich bin Beauty-Blogger und irgendwie passt das nicht so recht zu mir. Aber ich habe mir dann die Seite genauer angeschaut und es ist halt so, dass man sich seine eigene Bonbonmischung quasi zusammenstellt. Und da gibt es ganz außergewöhnliche Sachen und ihr designt das quasi selbst. Und mir hat das vom Konzept her so gut gefallen und ich mag auch diesen Trend in letzter Zeit, dass sehr viele Firmen in diese Richtung gehen, dass man die Möglichkeit hat, seine Produkte irgendwie zu individualisieren, weil sich das als Geschenk einfach immer so hübsch anbietet. Ich finde das einfach als Geschenk immer schön, wenn man die Möglichkeit hat, schon etwas professionell zu machen, also jetzt nicht irgendwas selber zu basteln, aber halt doch irgendwie individuell zu gestalten und vielleicht auf die Person abzustimmen oder sich selbst was zu gönnen. Und deswegen habe ich mich dann entschieden, diese Bonbons zu testen. Ich möchte die aber nicht einfach testen und essen, sondern ich habe mir was Außergewöhnliches einfallen lassen. Also ich will diese Bonbons einem außergewöhnlichen Test unterziehen, das kann ich euch versprechen. Und ich hoffe jetzt wirklich, dass euch das neugierig macht, weil ich wirklich große Lust darauf habe, das auszuprobieren, wie euch das gefällt und den Involvierten, will ich jetzt einfach mal sagen. Und ihr könnt dann natürlich, klar, ich habe natürlich versucht, dass ihr da auch was von habt und ihr habt da auch was von. Also ich würde mich also jetzt freuen, wenn ihr auf diese Seite geht und euch das mal anschaut und mir in den Kommentaren schreibt, wie ihr eure Bonbonmischung zusammenstellen würdet. Also wie würde eure Mischung aussehen, was würdet ihr da machen und wie ihr das findet. Wenn ihr das macht, dann nehmt ihr automatisch an dem Gewinnspiel teil, was ich da dem guten Menschen noch aus dem Ärmel geleiert habe. Und zwar werdet ihr dann auch eine Bonbonmischung bekommen. Das läuft dann über so einen 100% Gutschein, den ihr dann bekommt, mit einem Gutscheincode und dann könnt ihr euch halt dann selber diese Bonbonmischung, die ihr hier dann unter meinen Kommentaren vorgestellt habt, quasi selber zusammenstellen und euch die bestellen und die halt verschenken oder auch selbst behalten. Und ja, ich hoffe, euch gefällt die Aktion, die in dem zweiten Video dazu folgen wird, weil ich habe meine Bonbons ja selbst noch nicht. Ich muss die selbst erst bestellen, deswegen hoffe ich, dass ihr mir viele Anregungen gebt, wie ich diese Bonbonmischung jetzt sinnvoll gestalten könnte. Und für alle anderen, die dann leer ausgehen, gibt es natürlich noch Prozent. Also ihr bekommt dann noch einen Rabattgutschein, falls ihr vielleicht auch etwas da bestellen wollt oder euch die Idee gefällt oder was auch immer ihr was verschenken möchtet in dieser Richtung.
Ich hoffe auf jeden Fall, dass ihr mit der Beurteilung dieser ganzen Bonbon-Geschichte einfach abwartet, bis das nächste Video dazu folgt. Aber dazu müssen wir halt jetzt erstmal den Schritt weitergehen, weil ich muss ja erstmal die Bonbons auch bekommen bzw. bestellen. Ich hoffe, dass ihr da fleißig dran teilnehmt und irgendwie Interesse dran habt, weil dieses nächste Video, glaube ich, ganz lustig und ganz interessant werden könnte. Ansonsten bin ich in der nächsten Woche und in den nächsten Wochen hoffentlich wieder ein bisschen aktiver auf YouTube, weil jetzt war es in den letzten Wochen immer so ein bisschen blöd für mich und sehr schwierig, weil ich viel zu tun hatte. Und ich habe auf jeden Fall in der nächsten Zeit wieder etwas mehr Zeit und ich habe auch schon ganz viele Sachen, die ich euch unbedingt zeigen möchte. Ich habe zum Beispiel so einen bahnbrechenden Nagellackentferner gefunden, der euch umhauen wird. Den will ich euch unbedingt zeigen, was ich da entdeckt habe. Dann werde ich noch ein paar Tutorials machen. Ihr könnt ja mal auf meinem Blog gucken, den verlinke ich euch unten. Da habe ich schon die Pigmente von Essence, habe ich euch ja schon vorgestellt, geswatcht und so weiter. Und da wollte ich euch noch ein Tutorial mitschminken. Dann will ich ein Taylor Momsen Tutorial schminken, weil mich so viele danach fragen. Dann war ich vor einiger Zeit mal in Berlin und da wurde ich quasi in Lady Gaga verwandelt und das will ich euch auch noch zeigen. Also es gibt noch einiges, was nächste Woche auf euch zukommt und ich freue mich schon total darauf. Ja, ich weiß nicht, was ich jetzt noch sagen soll. Ich wünsche euch einfach einen wunderschönen Tag und ich hoffe, das Video hat euch irgendwie gefallen oder dass wir uns überhaupt mal wieder gesehen haben nach der Abstinenz. Ja, ich wünsche euch noch einen wunderschönen Sonntag und genießt die Sonne und das Wetter und ja, es ist schön, dass ihr da seid, das wollte ich euch nochmal sagen und ich sage euch einfach Tschüss. If you